Das Buch ist ein Buch, das ich mir immer selbst gewünscht habe. Begeistert hat mich von Anfang an die Bildgebung. Es macht Spaß, die einzelnen Szenen wie Schauspieler in einem guten Film vorgestellt zu bekommen. Ein Buch, das die Kommunikation der Zellen von der Biologie bis zur klinischen sozusagen Anwendung skizziert und das noch mit wunderschönen Bildern untermauert, dieses Buch gab es bisher nicht. Das Projekt heißt Visuelle Biologie in der oralen Medizin und wir haben in diesem Projekt die Möglichkeit, über kolorierte rasterelektronenmikroskopische Bilder die Funktion von Zellen anhand der Bildgebung zu erklären. Wir haben also eine sehr gute Möglichkeit, wissenschaftliche Inhalte inhaltlich spannend und visuell attraktiv darzustellen. Und das ist einmalig. Wir haben uns durch Herrn Alexander Ammann vom Quintessenz Verlag über die Filmreihe Kommunikation der Zellen kennengelernt. Die war international ein großer Erfolg und dieses Buch ist die logische Fortsetzung dieser Filmreihe. Die traditionelle Zahnheilkunde denkt eher in Materialien und Technologien. Es ist aber wichtig, medizinischer und biologischer zu denken, gerade in der Implantologie, wo sich die Zahnheilkunde in das Innere des Körpers bewegen möchte. Die Idee ist es, dem Behandler die Biologie zugänglich zu machen. Die Biologie, die hinter seinen Heilungsabläufen steht, die er beobachtet, die er induziert durch seine Behandlungen. Die Sprache der Zellen zu verstehen, erweitert unser Denken, erweitert unser biologisches Wissen, aber auch die klinische Bedeutung, was wir sozusagen aus diesem Wissen herausziehen können. Also die Sprache der Zellen ist die Grundlage der Physiologie, der Pathologie, aber eben auch der klinischen Anwendung. Jetzt haben wir uns überlegt, können wir das Ganze gliedern? Und wir haben uns entschieden, einen Zellatlas herauszugeben, in dem die einzelnen Kapitel Zelltypen darstellen. In jedem Kapitel besteht das Autorenteam aus einem Grundlagenwissenschaftler und einem Kliniker. Der Grundlagenwissenschaftler ist im Lead und zeigt, wie die Zelle funktioniert per se, wie sie im Zellverbund funktioniert. Und der Kliniker zeigt, in welchem klinischen Zusammenhang die Zelle relevant ist. In der Implantologie, insbesondere in der Augmentationschirurgie, begreift man als Behandler die Wundheilung und macht es zum Beispiel bei einer Knochentransplantation alles richtig, wenn man die Operation von den Zellen ausdenkt. Wenn man beispielsweise ein Knochentransplantat feucht zwischenlagert und damit die Osteoblasten vital erhält. Im Grunde genommen ist jede kernhaltige Körperzelle als Stammzelle zur Regeneration des kompletten Organismus in der Lage. Wir müssen nur die richtige Sprache der Zellen kennen und die richtigen molekularen Schalter umlegen. Das ist sicher die Richtung der regenerativen Medizin in der Zukunft und einige Ausblicke werden im Buch schon jetzt gegeben. Wir haben Autorenteams von verschiedenen Standorten definiert. Wir haben 47 Autoren aus 13 Ländern inkludiert, die wirklich hochrelevante Forschung in diesem Bereich machen und sind sehr stolz, ein solches Autorenteam hier in diesem Projekt zusammengebracht zu haben. Wir haben in dem Projekt noch ein Add-on installiert. Wir haben zusammen mit dem Game Technology Center der ETH Zürich ein Mixed Reality App entwickelt. Man kann also über ein Smartphone auf ein Bild fokussieren und dann wird ein virtueller Knochen mit einem virtuellen Blutgefäß in den realen Raum gestellt und Sie können in einem Computerspiel, in einer Enhanced Visual Experience, die Knochenphysiologie nachspielen und dadurch auch immersiv aus dem Lehrbuch heraus dieses Wissen aufnehmen. Damit haben wir wirklich akademisches Neuland betreten. Die Leser erwartet eine fotorealistische Bildgebung von Zellen, eine klare Funktionserklärung und ein Verständnis für die Prozesse, die sich im Hintergrund ihrer Therapien abspielen. Der Charme dieses Buches liegt darin, dass es eine Bildsprache benutzt. Die hohe Qualität der kolorierten rasterelektronenmikroskopischen Bilder ist ein optischer Genuss. Das Buch sollten alle lesen, die faszinationsfähig sind. Studenten der Zahnmedizin, der Medizin, Zahnärzte, Ärzte. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Schüler im Biologieunterricht und auch Patienten Zugang zu dem Buch finden. Im Vordergrund muss immer die Faszinationsfähigkeit stehen.